ist wieder Kai von Herd und Glut. Heute zeige ich dir, wie man ein Tomatenbrot macht, ein italienisches, gefüllt und ungefüllt. Das Besondere an diesem Brot ist, man kann es im Ofen machen, auf dem Herd oder so wie wir über den Grill. Für den Brotteig brauchst du Mehl, etwas lauwarmes Wasser, Hefe, Salz, passierte Tomaten, Olivenöl und etwas Oregano. Geben wir die Hefe da rein und dann den Oregano ein bisschen drüber. Geben wir das Wasser dazu. Und die Tomaten. Das Salz und das Öl geben wir erst zum Schluss dazu, damit sich die Hefe davon nicht beeinträchtigt fühlt. So, und ganz zum Schluss das Öl. Das Ganze kann man jetzt, wir geben es in die Küchenmaschine. Man kann das natürlich auch mit einem Handmixer mit den Knethaken machen oder man kann das auch von Hand kneten. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass es einen schönen Teig gibt. Wichtig ist, dass man langsam anfängt zu kneten, sonst fliegt dann das ganze Mehl um die Ohren. Und erst wenn sich das alles ein bisschen miteinander verbunden hat, erhöhen wir die Geschwindigkeit. Sieht man, dass der Teig sich schön verbunden hat miteinander. Er klebt auch nicht, es bleibt nichts hängen. Was ich jetzt noch kurz mache, ich knete ihn noch mal kurz von Hand durch und gebe ihm eine leichte runde Form. Dazu nimmt man immer ein wenig die Ecken und drückt es in die Mitte rein. Irgendwann dreht man ihn dann um und formt eine schöne Teigkugel. Die lassen wir jetzt abgedeckt, etwa eine Stunde aufgehen und danach werden wir schon die Tomatenbrote daraus formen lassen, beziehungsweise die Fladenform daraus. Der Teig ist jetzt einige Zeit gegangen und jetzt werden wir ihn ausrollen. So, jetzt hole ich den Teig hier raus. Vorsichtig. Hol den hier ein, zwei Mal noch kurz zusammen. Form hier so ein bisschen wie eine Stange und mache jetzt ungefähr gleich große Stückchen hier draus. Kann das abwiegen, kann das auch ungefähr machen. Wichtig ist, dass sie von der Größe her nicht die Größe der Pfanne, in der sie gebraten oder beziehungsweise gebacken werden, übersteigen nachher, wenn sie ausgerollt sind. So. Jetzt nehmen wir ein bisschen Mehl. Die ersten zwei, drei machen wir ohne Füllung. Je dünner man das ausrollt, desto schneller ist es nachher auch dann ausgebacken. Wichtig ist, dass es vom Durchmesser her noch in eure Pfanne passt. Wie großer sie macht oder kleiner sie macht. Jetzt kommen wir langsam zu den gefüllten. Ganz normal ausgerollt wie die anderen.
So, hier ist es jetzt wichtig. Ein bisschen passierte Tomaten habe ich noch übrig. Die habe ich mit ein bisschen Salz einfach abgeschmeckt. Kann auch wie eine Pizzatomatensoße abschmecken. Im Oregano haben wir eigentlich schon einen Brotteig drin. Ein bisschen geriebene Mozzarella drauf. Ein paar Basilikumblätter kann man reinmachen, ein bisschen Kräuter, ein bisschen Liebe. Das ist immer das Wichtigste, dass man sieht, dass man sich auch Mühe gegeben hat. Nimmt man das, klappt das einfach zusammen und drückt das hier gut fest. Man kann das jetzt natürlich auch mit einer Gabel festdrücken, wenn man möchte, so ein bisschen. Gibt auch noch ein Muster, muss aber nicht sein. Wie gesagt, geht ja nicht in Öl, sondern das geht auf den Grill nachher, auch in der Pfanne rein. Und dann haben wir hier so einen schönen gefüllten Teigfladen. Davon mache ich jetzt noch 3-4. Wenn die Füllung reinmacht, ist Geschmackssache. Man kann auch noch ein bisschen Schinken reinmachen oder Salami oder Peperoni und Oliven. Das ist wie eine Pizza, völlig frei. Nach Geschmack. Ihr seht, das ist ratzfatz hier ausgerollt, der Teig. Im italienischen Originalrezept nimmt man übrigens statt Hefe Backpulver und füllt das auch nicht, sondern macht nur so ein Tomatenbrot und das gibt man dann zur Vorspeise dazu, zu einem schönen Ricotta oder Antipasti kann man das dazu essen. Käse, hier habe ich noch ein bisschen gekochten Schinken, je nach Geschmack. Sind wir ja auch schon beim letzten angekommen. Und sobald wir die fertig gemacht haben, geht's raus an die Feuerstelle, auf den Grill. Aber bestimmt schon schön Kohle, schön Glut. Wichtig ist, dass die Pfanne, das Blech oder worauf immer ihr das machen möchtet, heiß ist. Und wenn ihr das auf dem Herd macht, guckt auch, dass die Pfanne heiß ist. Der Ofen, dass der und das Blech, wo das drauf liegt, dann vorgeheizt ist. So, kommen wir dann langsam dazu, dass wir die Pfanne draufstellen können, dass die heiß wird und dann geht es auch gleich schon los. Papa. So, wir haben hier so ein gusseisernes Blech mit Griff. Das wird jetzt schön heiß und dann machen wir gleich die Fladen drauf. So, einfach den Fladen rauflegen in die Pfanne auf das Blech. Ob im Ofen oder jetzt hier auf dem Grill. Schaut einfach, dass ihr genug Hitze habt und die müsst ihr ab und zu mal ein bisschen wenden hier. Das Ganze kann man natürlich auch mit dem Teller machen jetzt zum
kehren. Ihr seht, es kriegt relativ schnell ein bisschen Farbe, aber das macht gar nichts. Das ist erwünscht. Wenn ihr das riechen könntet, das duftet auch schon ganz herrlich. Das ist jetzt gleich fertig, das bringen wir dann schon rein. Dann können die ersten schon mit essen und wir machen jetzt den Rest noch. Ganz leicht Farbe bekommen, müsst ihr ein bisschen aufpassen, immer wieder wenden, dass es euch nicht verbrennt. Man kann diese Bleche oder Pfannen ganz leicht mit ein bisschen Olivenöl einreiben. Mit ein bisschen Geschick kann man auch zwei auf einmal garen. Wie gesagt, sie dürfen nicht größer sein als die Platte. So sehen die ungefüllten aus. Die brauchen deutlich weniger Zeit als die gefüllten. Auch die so ein, zwei, dreimal kehren, dann passt das. Ihr seht, der geht ein bisschen auf. Und schmeckt gleich wunderbar. Den kann man wunderbar als Beilage zu gegrilltem essen. Jetzt geht's los. Jungs, seht ihr, wie schön er aufgeht? Ja. Genau. Genau, da unten auch. Super. Jetzt sind wir gleich fertig. Jetzt gibt's gleich Essen, Jungs. Ja, guck mal, geht richtig auf, kriegt richtig Luft. Seht ihr mal, wie schön die aufgehen. Er geht vielleicht wie ein Stern aus. Ach, wie ein Stern? Oh nein, da finde ich furchtbar, ist er da. Ja, da hast du einen Teig rausgemopst, ne? Ja, das sieht so aus, als wäre das jetzt auch vergessen. Da geht's auf. Da geht's schön auf, ne? Genau. Aber dicker. Wir sind gleich fertig. So. Wie eine Calzone vom Grill. Mm. Bon Appetito. Bon Appetito. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, würden wir uns sehr freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest, likest, kommentierst, die Glocke aktivierst. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.